Hallo, ich bin Clemens von ExoCut. Herzlich willkommen zu diesem Tutorial, in dem wir Schritt für Schritt sehen können, wie ein Mockup angelegt und designt wird. Alles, was du dazu brauchst, ist eine DentaCut Go-Away oder Rijeka-Version. Keine zusätzlichen Module werden benötigt. Und bevor wir nun mit der Fallanlage eines Mockups beginnen, möchte ich kurz auf die zahlreichen Möglichkeiten eingehen, welche die Indikation Mockup bereithält. Erstens, herausnehmbare Clip-Ons. Die können schnell und einfach auf unpräparierten Situationsmodellen hergestellt werden, ohne Präparationsgrenzen oder Mindeststärken anzulegen. Zweitens, ein virtuelles Waxup. Es ist gerade bei der Planung und Versorgung komplexer Arbeiten von Vorteil, um so bereits vorab das Design zu erstellen. Und drittens, Mockup-Modelle. Hier wird zum einen das digitale Design und zum anderen das Originalmodell zu einem einzigen, wasserdichten, also druckbaren Objekt verschmolzen. Die ersten beiden Optionen schauen wir uns jetzt gemeinsam an und in einem weiteren Tutorial siehst du das Mockup-Modell. Beginnen wir nun also mit dem Design eines Mockups, am Beispielfall Smile Creator und Mockup, Schritt für Schritt. Und anschließend schauen wir uns alle Optionen und Parameter im Detail an. Los geht's! Die Indikation Mockup funktioniert hervorragend in Kombination mit dem Smile Creator. Eine großartige Option, aber nicht zwingend notwendig für unser Mockup. Daher werden wir dieses Thema separat ausführlich behandeln. Eine geeignete Einschubrichtung können wir leicht aus unserer Blickrichtung auf das Modell festlegen. In dieser wird das Modell anschließend ausgeblockt und die erforderlichen Retentionsbereiche präzise angelegt, um dem Patienten so einen sicheren Halt und einfaches Ein- und Ausgliedern zu ermöglichen. Ist die Richtung festgelegt, kontrollieren wir die rot markierten Unterschnitte, welche das Mockup gleichmäßig und sicher fixieren sollen. Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Parameter wird nun eine neue Unterseite des virtuellen Waxups erstellt. Später werde ich alle Parameter hierzu einmal im Detail erklären. Die Registrierkarte Freiform kann dazu verwendet werden, die Passung durch das Entfernen von ausgeblocktem Material, zum Beispiel im Bereich des Zahnhalses, zu optimieren. Mit zwei Klicks, jeweils distal der endständigen Zähne, werden Bibliothekszähne automatisch platziert und können an den Berührungspunkten angepasst werden. Eine passende Zahnform wählst du einfach in der Übersicht oder durch Klicken auf die Pfeiltasten aus. Zu diesem Patienten passt die Exofan-Bibliothek ganz prima. Mit einem Klick auf Weiter starten wir die Aufstellung. Nun können wir auf großartige Werkzeuge für die Zahnplatzierung zurückgreifen. Im Kettenmodus bewegen wir alle Zähne gemeinsam, um den verfügbaren Raum gleichmäßig aufzuteilen. Die Skalieren-Auswahl, freie Achse, hilft anschließend dabei, die Zähne einzeln in ihrer Größe individuell anzupassen. Wenn du weitere Fragen zur Zahnplatzierung hast, welche wir mit DentalCut 3.0 Go-Away eingeführt haben, findest du in der Beschreibung ein Video zu genau diesem Thema verlinkt. Möchtest du bestimmte Details ändern, wie zum Beispiel Anpassung zervikal oder interdental, ist Freiform von Zahnbereichen on the fly bereits bei der Aufstellung verfügbar, was ein schnelles und effizientes Arbeiten ermöglicht. Bedenke jedoch, dass es eine Information gibt, die wir im nächsten Schritt kontrollieren sollten, nämlich die erforderliche Mindeststärke unseres Designs. Genau hierfür haben wir einen Farbindikator implementiert, um darzustellen, ob die gewünschte Mockup-Dicke auch erreicht wurde. Somit wird nun all das rosa eingefärbt dargestellt, was unter dem eingestellten Wert liegt oder was wir aufgrund der zuvor festgelegten Einschubrichtung palatinal nun nicht erreichen können. Auf diese Weise sehen wir sehr schön, wo wir Material hinzufügen sollten, um das zu dünne Mockup zu verstärken oder ohne statische Bedenken Änderungen vornehmen können. Wie gesagt, gilt jedoch zu berücksichtigen, dass bei einem Mockup keine definierte Mindestdicke, wie zum Beispiel bei einer Krone, durchgesetzt wird. Eine tolle Freiheit, welche tatsächlich aber auch zu einem Loch in der Konstruktion führt, wenn an dieser Stelle kein Material aufgetragen wurde. Wenn du ein virtuelles Waxup oder Mockup-Modell designst, ist diese Visualisierung nicht so spannend. Für einen Clip-On hingegen ist sie von unschätzbarem Vorteil. Unter der Karte Frei kannst du klassisch Material hinzufügen, entfernen oder glätten, um so zum Beispiel auf die interdentalen Kontaktbereiche zwischen den Zähnen einzugehen. Ebenso wollen wir Material im Bereich der Schneidekanten hinzufügen, um so einen perfekten Übergang zu den natürlichen Zähnen zu schaffen. Nachdem unser Setup fast fertig ist, passen wir die okklusalen und approximalen Bereiche einzeln nacheinander an, indem wir auf Durchdringung abschneiden klicken.
Der nächste Schritt gibt uns die Möglichkeit, alle 6 Zähne miteinander zu verbinden. Die Möglichkeit, Zahnformen direkt zu verbinden, wählen wir aus und wenden sie an, da wir ja im vorherigen Schritt bereits auf eine ausreichende Verblockung der Zähne untereinander geachtet haben. Ein Klick auf Weiter startet bereits die Berechnung eines virtuellen Waxups. Darüber hinaus werden alle Zähne für spätere Designs auch einzeln und ohne Verbinder als digitale Zahnmodelle abgespeichert. Um jedoch einen Clip-on-Mockup zu erstellen, ist noch eine weitere abschließende Aktion notwendig. Durch einen sogenannten harten Schnitt wird das soeben erstellte virtuelle Waxup vom zuvor ausgeblockten Kieferscan abgeschnitten. In der Octosign-Ansicht können wir bereits gut erkennen, dass auch der palatinale Bereich aufgrund der gewählten Einschubrichtung entfernt wurde. Blenden wir den Kieferscan aus, sehen wir die adaptierte Unterseite des Mockups. Die Schnittansicht erlaubt es uns, einen interessanten Blick ins Innere der zusammengefügten und druckbaren Konstruktion zu werfen. Und damit sind wir auch schon im Ziel. Unser Mockup wurde fertiggestellt und ist bereit für die Fertigung. Wie wir ein 3D-gedrucktes Mockup-Modell erstellen können, zeige ich in einem separaten Videotutorial. Und wenn du mehr über Optionen und Parameter erfahren möchtest, dann machen wir das jetzt gemeinsam und vertiefen deinen Kenntnisstand. Erweiterte Optionen und Parameter. Schauen wir uns zu Beginn die Auftragsanlage einmal genauer an. Der Arbeitstyp Mockup wurde hier bereits ausgewählt. Die grünen Kreise zeigen an, dass hier Verbinder platziert werden sollen. Du kannst sie jedoch auch mit einem Klick deaktivieren, um so mehrere Einzelobjekte herzustellen. Außerdem stehen hier weitere Optionen zur Verfügung. Virtuelle Extraktion. Die erste Option gibt uns die großartige Möglichkeit, Zähne virtuell zu ziehen, wenn sie extrahiert werden sollen und es in diesem Datensatz noch nicht wurden. Aktivierst du die Option also, ermöglicht es dir der Wizard, die Extraktion durchzuführen, noch bevor du mit dem Design beginnst. Virtuelle Gingiva. Zum Beispiel, wenn mehrere Zähne gezogen worden sind, kann eine virtuelle Gingiva notwendig werden, um so auch das verloren gegangene Gewebe zu ersetzen. Möchtest du eine virtuelle Gingiva designen, wählst du hier Ja an. So wird der Schritt der Routine hinzugefügt. Beide Optionen werden in separaten Tutorials ausführlich erklärt. Erweiterte Parameter. Starten wir mit den verfügbaren Parametern hier in der Dental DB und fahren mit den Parametern der Unterseite des Mockups in der Dental Card fort. Der erste Parameter, die Mindestdicke, ist hier auf 0,2 mm eingestellt. Wenn du befürchtest, dass die Konstruktion zu grazil wird, solltest du den Wert hier vergrößern. Aber bedenke, dass die Mindestdicke bei dieser Indikation anders funktioniert, als wir es von Kronen oder Brücken kennen. Denn bei einem Mockup wird dieser Parameter nicht durchgesetzt, sondern für mehr Flexibilität nur zur Visualisierung eingesetzt. Die erweiterten Parameter bieten dir die Möglichkeit, deine eigenen Erfahrungen als Standardeinstellung festzulegen. Jede Änderung, die du hier vornimmst, wird in Zukunft für den ausgewählten Kunden und das ausgewählte Material automatisch beim nächsten Mockup vorgeschlagen. Deshalb werden dir hier auch angepasste Parameter farblich hervorgehoben dargestellt, um so anzuzeigen, dass du sie geändert hast. Mit einem Klick können wir aber auch alle Werte auf die ursprünglichen Materialvorgaben zurücksetzen. Wenn du Parameter hingegen innerhalb der Dental Card änderst, werden deine Einstellungen nur für diesen Fall und nicht für weitere Fälle übernommen. Schauen wir uns nun die Unterseite des virtuellen Waxup einmal genauer an. Der Parameter Offset fungiert als digitaler Abstandshalter, welcher über das Modell gelegt wird. Glätten füllt Vertiefung mit zusätzlichem Ausblockmaterial auf. Je größer die ausgewählte Zahl ist, desto stärker wird hier auch geglättet. Werkzeugdurchmesser berücksichtigen. Dieser Wert nimmt eine Fräserradiuskorrektur vor, welcher von deinem weiteren Herstellungsprozess abhängt. Wenn du fräsen oder schleifen möchtest, hängt der ideale Parameter von dem kleinsten rotierenden Instrument ab, welches zum Bearbeiten der Innenseite verwendet wird. Idealerweise wählst du einen Wert, welcher minimal über dem Durchmesser deines Werkzeugs liegt, zum Beispiel 1,2 mm, wenn die Innenseite mit einem 1 mm Fräser bearbeitet wird. So minimierst du die Nacharbeit beim Aufpassen, verlierst jedoch auch wertvollen Platz um die Schneidekante. Daher sollte dieser Abstand auch nicht unnötigerweise verwendet werden, wenn ein 3D-Drucker die Arbeit additiv fertigt zum Beispiel. In diesem Fall reduzieren wir den Wert auf 0,1 mm.
fahren wir mit Unterschnitte ausblocken fort. Der Parameter Winkel gibt an, wie stark in Bezug auf die Einschubrichtung das Ausblockmaterial abgewinkelt wird. Und Unterschneidung zulassen bis beschränkt die maximal mögliche Tiefe einer Retention. Höhere Werte verstärken die Unterschnitte, was zu einem stärkeren Halt führt. Zu starke Hinterschnitte führen jedoch auch zu Spannung an den Zähnen sowie der angefertigten Arbeit. 0,1 mm ist hier ein sehr guter Wert. Gratuliere! Jetzt kennst du alle Parameter im Detail, um nicht nur ein schönes, sondern auch ein präzises Mockup herzustellen. Und von dem, was du heute gelernt hast, wirst du ebenso profitieren, wenn du die Unterseite einer Aufbissschiene anfertigst. Denn dort findest du genau diese Parameter erneut vor. Wir hoffen, dir hat das Tutorial gefallen. Bis zum nächsten Mal.